Ja, meine Lieben, heute ist Halbzeit. In 12 Tagen ist Weihnachten. Und bis dahin haben wir noch ein paar Designs auf die Nägel zu zaubern. Deshalb lasse ich euch nicht länger zappeln und öffne mit euch gemeinsam Türchen Nummer 12. Das nächste Türchen erfordert von euch ein Nude-Farbgel, beziehungsweise könnt ihr auch mit eurem Make-up-Gel euch den Tipp, Nagel, was auch immer, grundieren. Ich benutze mal dieses Farbgel und zwar ist das von Sianails, das Gel Polish Bubblegum. Ein goldenes Farbgel. Ich benutze ein Painting-Gel von CBC Beauty Concept von der Antonia Wiedmann. Das ist das Painting Gel Gold. Wenn ihr habt, einen Mattversiegler, ansonsten einen feinen Buffer und ein weißes Farbgel. Diesmal sollte es kein hochpigmentiertes, ich suche gerade mal, kein hochpigmentiertes Weiß sein, also kein Painting-Gel, sondern ein normales weißes Farbgel. Ich benutze jetzt mal das French White Baby Boomer von Laveni. Muss aber ehrlich dazu sagen, dass ich mir da immer eine kleine Spur von einem weißen Painting-Gel mit reinmische, weil es mir zu unscheinbar ist. Und wir starten mit unserem vorbereiteten Tipp gleich. Wir beginnen mit dem Farbgelauftrag oder eben, wenn ihr möchtet, mit eurem Make-up-Gel und setzen uns da eine schöne deckende Schicht drauf. Ich mache das hier bei dem Gel-Polish in zwei dünnen Schichten. Je nachdem, was ihr für ein Farbgel benutzt. Es sollte schon ein helleres sein, Nude-Farben oder eben ein Make-up-Gel. Auch so ein bisschen in die beige Richtung. Natürlich könnt ihr jetzt auch ein leicht roséfarbenes nehmen. Das tut diesem Design hier keinen Abbruch. Wenn das dann aufgetragen ist, wird es auch schon ausgehärtet. Wir nehmen jetzt eine trockene Zellette und wischen uns die Schwitzschicht einmal ab. Denn jetzt wird es etwas, ja, aufwendiger mit eurem weißen Farbgel. Ihr könnt Painting Gel nehmen, weißes Farbgel oder ja, Boomer Gel, das bleibt ganz euch überlassen. Ein Weiß soll es sein. Dann nehmt ihr euch einen Schlepperpinsel. Ich halte den mal übers Weiß, da seht ihr das besser. Und eine Mischpalette, damit ihr euch das so Farbgel ein bisschen abtragen könnt. Denn als erstes machen wir oben und unten Dreiecke. Und die malt ihr euch aus. Die Farbe bitte nicht dick auftragen, denn sonst härtet sie nicht durch. Damit euch das nicht verläuft, zwischen den einzelnen Schritten immer kurz anhärten. Da reichen meistens 10 Sekunden aus. Unten macht ihr euch ebenso ein Dreieck.
und wieder ausmalen. Jetzt ziehen wir uns eine Linie durchgehend von links oben nach rechts unten. Anschließend an diese Linie machen wir das nächste Dreieck. Und auch das wird wieder ausgemalt. Und nun ganz kurz zwischenhärten. Und hier für den unteren Bereich machen wir uns ebenfalls ein Dreieck, aber wir setzen den Strich, der nach links weggeht, etwas höher an, sodass sich die Dreiecke überschneiden. Ich drehe mir das jetzt mal so schräg rum, setze hier an. Damit ist das dann überschnitten, wenn ich hier meinen nächsten Schenkel nach unten ziehe. Nochmal ein bisschen Weiß nachnehmen und komplett ausmalen. Und nun wird das Ganze komplett ausgehärtet. Nun muss das Ganze noch versiegelt werden. Dazu benutzt ihr bitte einen Mattversiegler ohne Schwitzschicht, wenn möglich. Habt ihr keinen Mattversiegler zur Hand oder überhaupt keinen Mattversiegler, dann geht ihr folgendermaßen vor. Ihr setzt euch eine Schicht Einphasengel hier drüber. Lasst das aushärten und mattiert mit einem Buffer an. Bei mir hat es gerade das Weiß ein bisschen weggewischt. War wohl nicht ausreichend genug ausgehärtet. Ja, ihr seht, hier fehlt was. Also muss da noch mal Weiß rein.
auf ein neues. Versuche ich das Ganze jetzt matt zu versiegeln. Und diesmal klappt es auch. Was sagt uns das? Farbgele nicht so dick auftragen. Und auch ein weißes Farbgel gut aushärten lassen. Mit eurem goldenen Farbgel oder Glitzerfarbgel, je nachdem, was ihr nehmt. Ich habe jetzt ein goldenes Painting-Gel. Ziehen wir uns die Linie nach. Wir umranden, umrahmen, aber nicht alles. Und jetzt wird das Ganze ausgehärtet. Und das, meine Lieben, ist auch schon das Endergebnis. Ich habe euch einen zweiten Tipp dazu gemacht, in dem ich hier nur mit dem Buffer den Matteffekt gemacht habe und das Farbgel ist etwas kräftiger. Ja, euch bleibt die Wahl, mit welcher Technik ihr machen wollt. Ich sag, das war's zu diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.